Liberté, Egalité, Fraternité! Guten Morgen, ihr Lieben, bei Commander Jensauer in der Garage. Krass. Ich meine, Wargaming hat's getan. Wargaming hat das erste Mal in meinen Augen einen Goldtank ins Spiel gebracht, der einfach jenseits von Gut und Böse ist. Der ist einfach krank. Der ist einfach nicht normal. Der ist so krass gepanzert und momentan weiß keiner, der im Game ist, so richtig, wo er hinschießen muss, dass es schon völlig OP ist und krank ist und lächerlich ist. Aber es macht Spaß. Und ihr wisst ja, Commander mag Dinge, die einen gewissen Vorteil haben zu anderen, damit er seine Bobbigkeit verstecken kann, ihre Bobbigkeit. Tja, es geht um den AMX M4. Der komplette Name ist M449 Liberté, glaube ich. Was ist das? Das ist eigentlich nichts anderes als, jetzt muss ich direkt mal, während ich spreche, gucken nach dem Gewicht. Das ist nichts anderes als ein 50T, also ein FCM 50T, ein bisschen stabiler und ein bisschen besser gepanzert. Weil er sieht eigentlich so ähnlich aus, ein bisschen langgestreckter. Aber ich sag euch, das ist ein krasses Gerät. Das ist wirklich ein krasses Gerät. Ich hab, kostet momentan 42 Euro. Ihr wisst ja, ich bin immer bemüht, für euch schicke neue Sachen zu zeigen und dabei selber Spaß zu haben. Das ist ja meine Kombination. Das Teil ist krass. Ich mag ja auch Special Designs. Das ist allerdings hier so ein bisschen so, als wäre denen die Farbe ausgegangen. Und das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Das ist so ein bisschen sehr farbig, aber er ist schon irgendwie cool. Ja, warum ist der so geil? Der ist so geil, weil er mal von vorne betrachtet hier eine krasse Panzerung hat, der Turmdrehring ist gar kein Turmdrehring, sondern der ist da auch krass gepanzert. Der Turm hier ist auch krass gepanzert. Das Einzige, was halt... Mann, was ist denn los? Das Einzige, was möglich ist, ist, wenn ihr den überengelt. Das heißt, man betrachte ihn, das ist schon überengelt. Also man kann wirklich, die Seite hat keine Panzerung, Papier und Turmluke. Und was auch noch lustig ist, ich habe es immer noch nicht gefunden, wo steht denn das Drecksgewicht, ey? Ich bilde mir ein, irgendwas mit 70 Tonnen oder 75 Tonnen. Bin ich zu blind? Beweglichkeit, Tarnung, Streuung, Zielerfassung, Standarddurchschlag. Wie auch immer. Die Kanone ist eigentlich auch sehr geil. Die macht nämlich 300 Alpha und macht 232 Penetration. Und das ist für einen 8er Goldtank, sage ich mal. Präzision ursprünglich 0,36. Mit dem ganzen Killefits und Gedöns, was ich drin habe, macht die 0,32. Ich habe hier meine Arty-Mannschaft mal reingepackt, weil ich momentan mit der Arty nicht so monster viel Spaß habe, sondern eher so immer auf den Sack kriege. Und ihr seht, die Crew ist ganz ordentlich geskillt. Ich habe hier zwei Sachen, die vielleicht sich ein bisschen unterscheiden von anderen Tanks. Sichere Lagerung habe ich hier drin, weil ich dann doch öfter mal einen Amorek-Treffer hatte. Dann habe ich hier diese Geschichte drin, Büchsenmacher, genau. Ich habe Büchsenmacher drin, weil beschädigte Gun trotzdem noch präzise schießen ist geil, weil wenn ihr könnt auch 10 Grad Hulldown mit dem stehen. Und 10 Grad Hulldown heißt halt eben auch Hügel, Kanone, ihr wisst, man sieht nicht viel vom Panzer und leider das Kontra, bei dieser Technik Hulldown zu stehen und immer nur ein bisschen mit der Kanone und dem Turm rüber zu pieken, ist, dass sie öfter die Kanone treffen, die Jungs. Und dann ist das ganz gut, wenn ihr euer Rap-Kit nicht versauen müsst dafür. Sichere Lagerung haben wir gehabt. Ich habe keinen Feuerlöscher mit, dafür fahre ich momentan mit dem Teil mit starkem Kaffee, weil ich halt so ein bisschen die Präzision und das Snapshotten noch ein bisschen verbessern will, weil er aimt ganz schön lange. Aber 2,9 Sekunden ist jetzt auch noch okay, ist jetzt nicht mega übel. Und was hatte ich denn noch? Ich hatte doch nochmal, klar, Geländespezialist, Meister am Bremshebel, damit er ein bisschen mobiler ist. Das geht aber alles. Und genau, Jack of all... 1000 Seiten. Scheiße! Was ist das denn jetzt? Ah, Wecker. Bleibt kurz dran. Da sind wir wieder. Ja, Commanders Wecker geht am Wochenende um 10. Aber ich bin irgendwie heute schon früher aufgewacht, weil geiles Wetter ist. Und deswegen, ja,
Schwamm drüber. Jack of all Trades, weil mir auch ganz gerne mal Besatzungsmitglieder sterben. Und in meinen Augen, das ist hier so ein Krawallpanzer. Mit dem gehst du. Krawallpanzer, ich schneide euch gleich mal vorher was rein, was ich gestern sehe, da kam ich aus dem Lachen schon nicht mehr raus. Was auch zeigt, wie schlecht ich dann gespielt habe, weil ich einfach nur noch skurril, das Spiel hat einfach nur noch skurrile Züge gehabt und ich wusste einfach gar nicht mehr, wo ich noch lachen soll und was noch alles und ja, zweite, dritte Runde, überhaupt noch nicht mit dem Ding umgehen können, aber es ist einfach mal alles abgeprallt. Und das war lustig, auch gegen einen Gegner, der gar nicht so schlecht war, nämlich ein STI. Und auch der Player war gar nicht so schlecht, aber man hat gesehen, was, also krank, was da in dieser Situation geprallt ist. Ist natürlich auch so, wenn ihr diese kranken Erlebnisse haben wollt, dann kauft euch den jetzt. Ja, weil jetzt am Wochenende, nächste Woche, werden den noch nicht so ultra viele Leute haben und dann weiß jeder noch nicht so richtig, wo er hinschießen muss. Aber selbst wenn sich das gibt, selbst wenn die Leute wissen, wo sie hinschießen müssen, ja, auf Distanz, das zeigt euch das Gameplay, was ich nachher von mir ranhänge, nebenbei. Erstes Game, gemastert, ja, läuft, ist mir noch nie passiert bei Wargaming, noch nie, dass ich im ersten Game meinen Tank gemastert habe. Auf dem Testserver schon. Und AC sagt ja auch immer so, wow, Testserver ausprobiert, erstes Game gemastert, so, ja, das passiert auf dem Testserver, aber hier meistens nicht, aber mir ist es gestern passiert. Hing zusammen mit viel gespottet und viel Schaden, nein, mittelmäßig Schaden gemacht und viel gespottet, selbst gespottet, spottet. Ja, wie gesagt, ich schneide kurz mal die Szene rein, Jack of all Trades hatten wir, ach genau, ich wollte sagen, Jack of all Trades, weil... Der Tank ist in meinen Augen so ein Brawler. Da fahrt ihr auch mal in Situationen rein, bam, Facehack und so, Leute überraschen, direkt drauf zufahren, Dinge machen, die anderen nicht denken, dass sie tut. Und bei sowas geht eher mal ein Besatzungsmitglied bei drauf, als wenn ihr von hinten snipet. Naja, der wahre Grund, warum Besatzungsmitglieder bei draufgehen, ist wahrscheinlich, dass die hier irgendwo hinter der Papierpanzerung sitzen und die ist halt von der Seite, wo man nicht immer die Front zeigen kann, schon relativ dünn. Naja, genug geseiert, aber ihr könnt ja auch vorspulen, ihr kennt die Funktion ja, wenn euch das alles nervt, dann könnt ihr ja zu den Gaming-Parts vorspulen sozusagen. Jetzt kommt auf jeden Fall mal die kurze Szene reingeschnibbelt, ja, wo ich vor Lachen nicht mehr konnte, weil das Ding einfach nur krank ist. Also, bis gleich. Danach packe ich einfach ohne Kommentare das Gameplay hinten dran. Macht's gut. Hahaha, wie geil! Der ist ja schon im Tank-Inspektor drin. Ja, dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen was anders. Weil das ist lustig. Ja, jetzt können wir uns die ganze Chose nämlich nochmal im Tank-Inspektor angucken. Und vielleicht nochmal vorweg, bevor wir uns um die Panzerung kümmern, Gun Depression. Der, na, machen wir mal so, ein bisschen kleiner. Gun Depression, ihr seht schon, 10 Grad hat der Gutste. Das ist schon geil. Was zu beachten ist, ihr guckt mal, was die Gun macht. Nach hinten hat er die Gun Depression nicht. Ihr seht nämlich, er kommt hinten mit seinem Aufbau sozusagen nicht klar. Da kann er die Gun Depression nicht haben, sondern erst wieder irgendwie so ein Stück, wartet mal, so ein Stück dahinter. Also praktisch hier. Da gibt es noch geile Gun Depression. Weiter hinten dann nicht mehr. Muss man wissen. Ist jetzt aber auch nicht so spektakulär. Hat man ja selten. Sodale. Wir hier entspricht NA. Das ist das interessante Feld, wo wir jetzt unser Augenmerk drauf richten sollten. Wir gehen mal davon aus, wir sind in einer Situation mittelmäßig. Wir sind irgendwo... ja, wir sind irgendwo so hier am Kämpfen. Gun Depression mäßig so hier unterwegs. Die ganze Chose würde ich persönlich, also wie gesagt, über... Das ist hier auch ein Fehler im Tank Inspector. Normalerweise ist der... also ihr könnt ihn, wenn ihr ihn so hinstellt, ist der safe. Ja? Wenn ihr ihn ein bisschen schräger hinstellt, so zum Beispiel, zeigt der Tank Inspector noch Abpraller. Das ist aber nicht so. Also hier, wenn ihr so steht, kommt hier Hans und Franz durch. Sagen wir mal so, ihr könnt den, also so ist gerade... Ein Ticken, ja. Gucken wir uns das aber erstmal an, die Panzerungswerte. Untere Wanne, denkt ja jeder auch so, untere Wanne, kein Thema, 2,40. 2,40. Obere Wanne, 2,47. Mega, na mega, geslopt, es ist halt geslopt, aber hat halt auch einfach mal 190er Material. 190er Material und die 120er. Aber der Winkel bringt sein Übriges. 350 auf den Cheeks hier, kannst du vergessen. Abpraller, Turm um die 300, ja, die Cupola hier, klar, die ist treffbar,
1,50 aufwärts. So, und jetzt stellen wir den mal so hin, wie ich den sehr, sehr erfolgreich jetzt gefahren bin. So ein bisschen schräg halt. So ein bisschen schräg. Dann kommt er hier auf 240, 250, 260. Und Turm sozusagen dann. Zack. So. Ja, so kämpft ihr sozusagen gegen den Kunden. Und da ist das Ding schon, ey, ich meine, überlegt mal, das ist ein Achter. Das ist ein Achter mit 260 Pen hier. Turmdrehkranz, was viele ja denken. Turmdrehkranz, da kann man drauf ballerlombern. 250. Da kann man nicht drauf ballerlombern. Also kann man schon, aber da braucht es, ich sag mal so, einen Achter, keine Chance. Ein Achter mit Gold, vielleicht eine Chance. Neuner Stock, wenn er jetzt nicht gerade die Überpenetrationskanone hat, wenig Chance. Zehner, klar, Zehner kommt durch. Zehner hämmert dir halt auch, naja, 240. Naja, auch nicht aus jeder, nicht in jeder Situation. Aber ein Zehner, für einen Zehner bist du schon Futter. Aber ich meine, das ist schon krass. Das Teil ist schon krass, schon krass, schon krass. So, jetzt kommen wir aber zum versprochenen Schnipsel, wo wir uns boemeln können, wie wenig der Gegner mit mir anfangen konnte. Bis gleich. So, da sind wir in-game und wir halten die ganze Sache nochmal an, damit ihr so ein bisschen, ist ein bisschen verwirrend, weil ihr jetzt das Game natürlich nicht mitbekommen habt. Die ganze Geschichte findet auf Pilsen statt. Pilsen wisst ihr ja hier mit hügeligem Land. Unser Team rusht die Flanke hier. Es gibt wenig Gegenwehr, die sind hier sozusagen einigermaßen fertig. Da habe ich mir gedacht, gut, fährst du zu der Position vor, weil wo die, guckt mal hier auf sozusagen den Anzeiger, viele sind noch gar nicht offen gewesen. Ich dachte, die müssen ja hier sein, die müssen sie alle in diesem Gebiet verstecken. Insofern habe ich dieses hier forciert und wir sehen dort schon mal eine IS-3 dort vorne an der, ja, an der Kante. So, was machst du? Stellst dich also gerade hin. Und wackelst mit deinem Kopf. Weil gerade hinstellen, Kopf wackeln, ist halt einfach auf Entfernung. Schwupps, da haben wir schon mal 1000 Damage geblockt. So, warten bis er aimt. Zack. Ich wollte die IS-3 eigentlich nochmal ketten, damit ich da fröhlich weiter reinkomme. Und ich meine, eine IS-3 hat jetzt echt nicht so die Pimmelkanone, ja? Also die hat schon irgendwie ein bisschen was Penetration. Aber wir sehen es leider nicht, weil Wargaming das immer noch nicht hinkriegt, hier irgendwie wieder vernünftige Abpraller einzuzeichnen. Zumindest bei mir nicht. Naja, wir können es nicht sehen. Wir sehen es nicht, aber es ist einfach mal alles geprallt. Bis jetzt also schon fröhlich, ich weiß gar nicht, 4 Shell bounced. So, da habe ich noch überlegt, ob ich hier links irgendwie auf den noch einen Schuss machen kann, weil die Jungs ja wieder hinter die Ecke gegangen sind und dachte mir so, ey, eins der ersten wenigen Games, ich drücke jetzt mal drauf und guck mal, was passiert. Ich habe einen Tiger P hinter mir noch und das stiftet einer Verwirrung. Habe ich mir gedacht, ey, das machst du jetzt einfach mal. Da guckst du jetzt einfach mal, was der reißen kann, was der kann. Bisschen dämlich gewesen, aber ja, total. Also ich musste echt gut lachen. So, hier habe ich erstmal den kleinen Schnuppi hier fast übersehen, der hier irgendwie sich noch verstecken wollte. Und der mir, naja, klar, der kommt natürlich durch in die Seite, gar kein Thema. So, jetzt habe ich mir gesagt, gut, wo sollen die Gegner überhaupt sein? Ah, da ist ein Gegner. So, nächster Versuch, sozusagen ich wieder gekettet, dachte mir so, scheiße, ich würde eigentlich ganz gerne beim STI ketten und Schaden machen. Das wäre mein Wunschtraum, das Optimum. Das funktionierte aber irgendwie nicht mit jedem Schuss oder ich habe scheiße geschossen. Ich weiß es nicht. STI ist für mich immer noch so ein Buch mit 7 Siegeln. Dann habe ich Gold reingemacht und habe gesagt, gut, die 30 mehr Penetration nehme ich jetzt gerne nochmal mit. Und ihr seht es, wie ich, wartet mal, hier, so. Wir kommen nicht weit genug raus. Aber überlegt euch das. Überlegt euch, was der Patient jetzt hier sieht. Er sieht eine angewinkelte Wanne, er sieht einen Turm und er sieht nichts von meiner Seite. Das heißt, so läuft das einigermaßen sicher. Und das heißt, für mich nicht einigermaßen sicher heißt, jeder Schuss wird gebounced, sondern man kann hier natürlich auch ein bisschen seine Hitpoints einsetzen, die zwar nicht ultimativ sind. So, STI irgendwie, gebounced. Damit habe ich schon 6 Shells gebounced, ja. T34-3 von drüben. Gut, jetzt ist der ST... Also vielleicht sehen wir das mal, wo er jetzt... Wir sehen es nicht. Wir sehen nicht, wo er durchgekommen ist. Aber ich meine, klar, natürlich kann man die Kuppel treffen. T34-3 auf Entfernung. Das Geile ist auch, ihr seid auf Entfernung. Einfach, ja, das ist jetzt sehr, sehr kryptisch hier. Ah, okay. Ricochet am Arsch vom T34-3.
Mittlerweile sind wir bei angezeigten 8 Shells, also 8 Kugeln, die bei mir gebounced sind. Ich meine, überlegt euch mal, 8 Kugeln, die durchaus auch von 9ern gebounced sind auf Distanz. Also ich meine, ja, da brauchen wir, glaube ich, nichts zuzusagen. Und jetzt kommt es, der arme Kollege, wartet mal, Moment, wie können wir das mal anzeigen? Können wir nicht. Der Kollege, war das Dennis C. oder Lafris? Lafris. Ich kann es jetzt nicht genau sehen. Es wird auch leider nicht mehr. Ja, Lafris. Laf. Was ist denn das für ein Name? Belgier? Nee. Keine Nationalität. Gut, genug Verwirrung. Wir gehen wieder zurück ins Game. Ich wollte ihn hier ganz gerne mal ketten. Damit er mir hier nicht so, also je weiter er mir hier irgendwie hinterher rommelt, desto ungeiler natürlich so. Jetzt dachte ich mir so, ach komm, weißt du was, das probierst du jetzt einfach mal aus. Bing! Jo, der Arme wusste wahrscheinlich, oh ja, das war auch schlimm. Ich habe allen Ernstes versucht, auf die scheiß Kuppel da oben zu snipen. Ist jetzt natürlich, ich sag mal, ein Riesenproblem. Er kommt zwar nicht durch, aber ich komme genauso nicht durch. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen ausprobiert, wo ich durchkam. War jetzt relativ ratlos, weil ich mir gesagt habe, wenn der jetzt dauerhaft den Facehack geht, dauerhafter Facehack ist für mich natürlich irgendwie mega ungünstig. Und dann kriege ich wieder einen Abpraller von ihm und denke mir so, verwirrt durch meine Met-Erfahrung, dachte ich so, du hast eigentlich nur eine Chance, um den rumzukommen, kannst natürlich vergessen mit dem Auto. Also das war jetzt hier totale Bob-Aktion von mir. Man muss umlernen und mit dem Ding, egal, guck mal seine Kanone, das ist so geil, hoch, runter, rechts, links, hoch, runter, Hilfe, so nach dem Motto, so, ey, Mann, was ist los da, wieso komme ich nicht durch bei den Franzosen, was ist das für ein Monster? Geil. Absolut geil. Jetzt hier noch einmal irgendwie mega Lack gehabt, weil der irgendwie noch nicht geladen hat. Aber, naja, jetzt kommt ein 50-100, irgendwie ein voller. Hier kannst du natürlich, ich nochmal versucht, den irgendwie. Ich konnte hier schon vor Lachen. Auch lustig, ihr habt gesehen gerade, der hat mir hier ordentlich irgendwie gerade. An mich gerammt. Ich habe keinen Schaden bekommen, er hat viel Schaden bekommen. Naja. Jetzt, der prallt hier jetzt nochmal ab. Autoloader, jetzt habe ich noch versucht, hier irgendwie ihn ein bisschen zu verwirren und zu machen und zu tun. Wackeln, naja. Das ist dann halt irgendwann auch vorbei, ne? Das ist so eine Situation, ich hätte das sowieso, überlegt mal, was noch alles da ist, ich bin der Letzte. Aber ich meine, 5000 Schaden selber ausgeteilt, 12 Schüsse gebounced. Und 12. Ich meine, ich sag mal so, selbst wenn der Tank irgendwann mal so ist, dass die Leute ihn wissen, wo sie hinschießen müssen. Aber ganz ehrlich, auf die Distanz, die wir eben hatten, T-34-3 STI, die Anfangssituation, was sollen die Leute denn treffen? Meine Cupola auf Entfernung? Ja, geht mal, aber nicht jeden Schuss. Also das wird bleiben. Das wird die Bouncigkeit dort an der Stelle wird bleiben, weil das kannst du vergessen. Das wird nicht. Also wenn sie die Panzerung von dem nicht runterschrauben, dann wird der weiterhin krass bleiben in der Panzerung. Also sehr schöne Situation gewesen hier gerade, wo ich Tränen gelacht habe, weil das Ding einfach mal bounced ohne Ende und keiner weiß, wo er hinschießen muss. Und für mich ein perfekter Brawler. Aber wir gucken uns auf jeden Fall das richtige Gameplay jetzt nochmal an. Erstes Game, Master. Skurril, aber es war so. So, Dalle, da sind wir auf der Karte Karelien mit dem Acebein zusammen. Und wir haben, ich weiß gar nicht, erstes Game. Ace immer so, und? Hast du schon gespielt oder hast du schon verkauft? Weil ich bin ja ganz eiskalt. Wenn mir irgendein Tank nicht gefällt oder ich mit dem nicht zurechtkomme, dann verkaufe ich den wieder. Dann ärgere ich mich ein bisschen über das Geld, was ich da bezahlt habe, aber dann geht er wieder weg. Das, egal. Ace auf jeden Fall so, ich so, nö, erstes Game, lass mal nach links fahren. Und Ace, ja, gut, kein Thema. Der stellt sich ja ganz gerne, immer hier hin oder noch ein, ne, ich glaube da sowas in die Richtung, weil du dort halt hier reinschießen kannst und
supporten und bist halt nicht sofort Fritte. Ne? Also kannst sozusagen von der Posi dort reinschießen in den ganzen Canyon hier und bist aber nicht beschießbar von den Jungs da. Denn je weiter du vorfährst, wenn du dich zum Beispiel hier hinstellen wirst oder irgendwas, bist du ja, ihr wisst es selber, für die Leute, die da hinten gleich kommen, bist du beschießbar. Und damit ungeil. Ja. Egge, Aim, probiert, was das Ding Snapshot, wie gesagt, erstes Game, dachte ich mir so, ja, mal gucken. So, bisschen winkeln wieder, hier an der Ecke, bumm, unglücklich, Präzisionstesten, dachte ich mir so, ja, probierst du jetzt alles mal aus, mal gucken, was das Auto so kann. Und, ja, den Schuss, ja, wollte gerade sagen, wenn ich da drauf jetzt schieße, das sollte man sich sparen. Wunderbar. Feind in Querfahrt. Immer eine ganz, ganz gern genommene Sache, wo man drauf schießen kann. Weil Feind in Querfahrt hat keine Panzerung bekommen. Ja, ist natürlich scheiße, die Ecke da hinten. Da musst du, wenn du da rum willst, ja, und da Druck machen willst über die Flanke, dann musst du dich für einen kurzen Moment, ja, musst du deine Seite zeigen. Hier war mir jetzt echt nicht so richtig klar. Ich so, wartet mal, wo sind denn die? Ich sehe gar nichts. Wieso kriege ich da keinen rein? Ja, krieg keinen rein, weil da Steine zwischen sind. Muss man auch mal, ja. So, KV4, oberer Bupsel, läuft. Wenn man oberen Bupsel trifft, auf Entfernung, was jetzt auch gar nicht... Bing! Der erste Abpraller. Was jetzt gar nicht so ultra... ultra einfach ist, finde ich, beim KV4. Da bist du ganz oft so, dass du irgendwie abprallst oder dass der... das halt einfach nicht triffst, weil es ist schon ein bisschen weit weg, wa? Also ist jetzt nicht direkt um die Ecke. Reicht aber die Präzision, wie gesagt, 0,32. Ja, hier habe ich ziemlich geflucht, dass ich irgendwie, dass ich nicht geladen hatte erst, weil ich dachte, oh, der fährt ja wieder hinter einen Stein, das wollen wir jetzt überhaupt nicht. Jo, also dieses Game nicht unbedingt ein Zeichen dafür, was man bis jetzt bouncen kann, aber das ist halt auch die Position, die optimale Position, sage ich mal, wo du hier schön stehen kannst, wo die auf Entfernung höchstwahrscheinlich bei dir nicht durchkommen und du ordentlich Ballett machen kannst. Ja, jetzt habe ich, jetzt meinte Ace, ey, Mann, Hellcat, IS-3, die machen hier irgendwie, ist nicht gut, Flanke gefallen und zack! Jo, das ist jetzt natürlich ein ausgesprochen betrüblicher Vorfall. Ist das dann, untere Wanne? Untere Wanne in dem Winkel? Das muss ein absoluter, das ist krass. Untere Wanne in dem Winkel ohne Gold muss ein absoluter High Roll von einer Penetration gewesen sein. Weil eigentlich haben wir ja uns gerade angeguckt, das kann eine IS-3, IS-6 ohne Gold macht 175 Pen. Das ist ja, je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto, wenn das wirklich der Einschuss dort unten war, desto skurriler ist das ja. Ultra skurril. Panzerungs-Low Roll, Penetrations-High Roll. Selbst dann. Ich beschwere mich bei Wargaming. Dieser Treffer hätte niemals stattfinden dürfen. Ja, scheiß drauf. Auf jeden Fall haben wir gesehen, auch hier zwei Shells gebounced und damit durchaus ordentlich Hitpoints eingespart. Wobei die Hitpoints sind... Das ist so ein bisschen die Hitpoints, wo wir gerade drüber sprechen. Die Hitpoints, das ist so ein bisschen was, wo ich mich echt umgewöhnen muss. Jetzt so vom 10er fahren und sowas, da bist du ganz oft so, dass du sagst so, oh scheiße, zweimal vom Jagdtiger getroffen und tot? Was ist denn los? Weil in dem 10er ist ein 500er Treffer halt ärgerlich, aber bringt dich nicht gleich um. Insofern, so, hier haben wir jetzt gemutmaßt, wer wohl wo lang fahren wird. Und dieses Mutmaßen endete darin, dass wir gesagt haben, höchstwahrscheinlich sind die schon alle auf jeden Fall nicht mehr auf dem Feld. Und deswegen kann man hier so vordrücken, weil sonst hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Zack, Halb-Aim, treffen. Und ja, jetzt, wie gesagt, erstes Game. Freuen, dass die Hellcat nicht durchkommt. Aber klar, das ist natürlich selbstverständlich.
Hellcat beseitigen und ja, der Ace macht hier hinten die IS-3 noch Fritte und damit ja, war das jetzt ein unspektakuläres Game, was aber lustigerweise, also ich muss gleich nochmal versuchen in den Replay-Manager das hochzuladen, muss ich gleich nochmal versuchen, aber sonst müsst ihr es mir so glauben, es hat die ganze Sache zum Master geführt. Was erstaunlich ist. Aber ihr wisst, Masterberechnung ist ja immer Schaden plus Spotschaden. Und wenn du Schaden machst und dir den auch noch selber gespottet hast, dann zählt das sowieso nochmal einen ganzen Tacken anders. 15 zu 7. Eine unspektakuläre Runde, die allerhöchstens gezeigt hat, was der Commander nicht kann und was dieses Potenzial von dem Tank auf jeden Fall nicht ausgelotet hat. Aber zu meinem Master geworden ist. Wir gehen... Oder gehen wir schon? Ja, also, ich habe ja eine ganze Menge Goldtanks mir schon gekauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, momentan erscheint der mir als der lustigste und als der mit dem heftigsten Vorteil. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Macht's gut. Ich versuche nochmal die Gefechtsauswertung reinzukriegen mit Watch Replays. Bis gleich. After Game Stats. Tja, ich kann bei Watch Replays nichts mehr hochladen. Da sagt er mir immer, das ist ein super Special Content und den darfst du nicht hochladen, das ist verboten. Was heißt das denn schon wieder, Wargaming? Super Special Content? Hä? What? Wie soll ich jetzt die Aftergame Stats, die Postgame Stats, die Gefechtsauswertungen zeigen? Das ist doch scheiße. Kacko. Naja, muss ich mal nachher mit Epics und Bio und Ace testen, ob die das können und ob ich nur das nicht kann. Das ist ja sehr merkwürdig. Insofern können wir keine Postgame-Stats machen. Ja. Aber, ja. Ist halt, wie es ist. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.